Ich bin Nils Dunkel an der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse Rita McBride. Mein Projekt hier bei What We're Living For ist der Ansatz, eine DNA des Hauses zu nehmen. Das habe ich in Form einer Tapete gemacht, einer sehr aufwendigen Seidentapete, die ich vorgefunden habe, und darauf aufbauend meine vier Arbeiten entstehen lassen. Die Hauptarbeit, die ich hier gemacht habe, heißt DNA Carnation, die es in drei verschiedenen Formen gibt. Einmal eben als klassische Hängung im Flur, einmal als sogenannten Infinity Edit, wo ich vier verschiedene Elemente zusammengefügt habe, und als sogenannte Wallflower, bei dem auch darauf geachtet wurde, dass eben das Tapetenpapier ähnlich den Farben der Wandfarben ist, also ein leichtes Gelb und ein leichtes Blau. Obwohl eben das Motiv dasselbe bleibt. Bei der Videoarbeit, genannt Trail Away, habe ich eigentlich diesen künstlerischen Gestus in Form einer Spiegelung aufgenommen, der dann ähnlich meiner antimalerischen Technik eigentlich, das Auftragen von Farbe mit einer Silikonwalze in dieser goldenen Spiegelung wieder zu erkennen ist. Ja, ein weiterer Aspekt zur Hauptarbeit DNA Carnation ist noch der chronologische Verlauf, dass der Besucher zuerst die aufwendige Seidentapete sieht, um danach eben in diesen Küchenraum zu kommen, wo die vervielfältigte Variante zu sehen ist,